Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und wir haben wieder ein Set bekommen, oder ich besser gesagt. Ja, das ist das nächste Set von Pantasy, was mir zugeschickt wurde. So wie schon das Popeye-Schiff haben sie mir jetzt zum März nochmal ein Set zugeschickt. Das ist jetzt kein neues Set, aber sie haben da jetzt irgendwie zum März hin, ist das irgendwie ihr Set des Monats oder irgendwie sowas haben sie mir geschrieben. Und im April kriege ich dann nochmal irgendwie was, nämlich wenn noch was Neues, was sie bisher noch nicht hatten. Bin ich auch nochmal gespannt drauf. Wir gucken mal rein, das ist also hier komplett mit Plastik umschweißt, was grundsätzlich für den Transport aus China natürlich nicht schlecht ist, wegen Feuchtigkeit und sowas. Für den Umweltschutz jetzt aber natürlich nicht so das Beste ist. Naja, gut, gucken wir. Eieiei. Na, hätte ich noch weiter einschneiden müssen? Ja. So, wir haben es gleich raus. Ja, okay, das war's. Na, komm. Alter. Noch festgeklebt hier. So. Dann kann das mal weg. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir rein, was drin ist, ne? So. Und hier, also ihr seid live dabei, wie das ankommt und wie das drin aussieht. Es dauert zwar jetzt, ihr könnt ja auch vorspulen, wenn euch das nervt, das auspacken. Das muss jeder selbst entscheiden. Amy geht es übrigens gut. Aber es wird immer weniger, dass sie sich für das hier interessiert, was ich tue. Drin ist auch nochmal Plastik. Eieiei. So. Karton mal weg. Und das sieht mir noch. Gucken wir gleich rein. Und ihr könnt es schon erkennen, ne? Es ist nämlich der Astro Boy. Genau. Astro Boy Comic aus früherer Zeit. Im Grunde genommen gibt es aber, glaube ich, weiß gar nicht, heute wahrscheinlich auch noch. Aber ist ein ziemlich alter Comic. Und hier haben wir auch so ein Hologramm aufgedruckt und hier aufgeklebt. 86203. Die Setnummer. Astro Boy, wie gesagt. Mechanical Clear Fair, also er ist irgendwie auf einer Seite normal, auf der anderen Seite, ja, irgendwie, was drin in ihm sein soll. Ja, an der Seite hier nochmal das, hier auf der Rückseite wieder mal ein paar Funktionen angezeigt. Da auch nochmal so er mit seiner Haut rum und drin die Technik. Offizielle Lizenz. Und ja. Das ist der Karton. Mehr ist da nicht großartig drauf. Jetzt wollen wir einmal gucken, was hier drin ist. Das weiß ich jetzt selbst nicht. So. Okay. Das war's. Ja. Ah. Ja, die gibt es als Version mit Technik und ohne Technik. Und das ist dann wohl die Technik. Also das, die Beleuchtung oder keine Ahnung, was das hier genau ist. Werden wir dann sehen. Und hier, ja, ist nur noch mal ein Verlängerungskabel drin mit einer Lampe. Aber dieses große Teil hier, das müssen wir mal gucken, was das ist hier. Oder ist das ein Batteriefach? So ein kleines. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Gut, die Tüte kann auch weg. Und dann wollen wir hiermit weitermachen. Ja, wie lange jetzt schon? 4 Minuten fürs Auspacken. Naja, gut. Ja, komm. Ach, das ist auch mal so ein Ding hier, ne? Wenn die Kartons so komplett neu sind, dann kriegt man diese Dinger immer gar nicht so richtig raus, habe ich das Gefühl. Wenn da jemand einen sehr, sehr guten Trick hängt zu dem, was ich hier mache, kann er das gerne mal sagen. So. Das mit den Klebestreifen durchschneiden hat auch nicht wirklich funktioniert. Mein Gott,
Das zieht sich aber länger hier, als ich gedacht hätte. Jetzt aber. Gut. Oh, wow. So, Karton leer. Oh, schönes, dickes Heftchen. Teilanzahl gibt Fantasy immer nicht mit an. Insofern kann ich da auch nicht viel zu sagen. Also auch auf ihrer eigenen Internetseite geben sie keine Teile an. Das ist immer ein bisschen komisch. Das machen sie dann einer der wenigen Hersteller aus China, die das nicht machen. Wieder Plastik, was weg kann? Oh, wert mehr Plastik, ne? Gut, Anleitung. Gut, was wir so bauen, was wir brauchen. Wie viele Tüten das pro Bauschritt sind. Haben wir nur 6 oder kommt hier noch mehr? Ne, wir haben 11 Bauschritte. Oder Bauabschnitte, nicht Schritte. Und ja, hier sind immer Infos. Beim Popeye-Auto waren sie auch auf Englisch. Hier sind sie nur auf Chinesisch. Irgendwelche extra Infos. Müsste man sich dann mit einer Smartphone-App oder sowas übersetzen. Ansonsten ist der Aufbau leicht, dass dann eben immer dieses 100% complete und zwischendurch eben andere Schritte sind. Wir haben hier 395 Bauschritte auf 159 Seiten. Und ja, gute Qualität der Anleitung. Warum das jetzt in 2 Einzelbeutel ist, kann ich auch nicht beantworten. Aber ich werde jetzt erstmal die Teile ein bisschen durchsortieren, was ich jetzt brauche in den ersten Schritten. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe gebaut bis Schritt 33 und die Tüten 1, das waren 2 Tüten. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Viel erkennen kann man noch nicht. Das mit den Schläuchen hier, ja, war nicht ganz so einfach. Ja, irgendwie hat er mir das immer wieder auseinandergedrückt. Den kriegt man hier auch nicht ganz so rauf, weil der ein bisschen schmaler ist als der. Es hat zum Schluss einigermaßen geklappt, aber es war ein bisschen, ja. Hier haben wir jetzt ein Herz, das ist eine bedruckte Fliese und ansonsten Gold, Silber und man kann jetzt aber noch nicht wahnsinnig viel erkennen, was für ein Teil das jetzt genau ist. Wahrscheinlich, ja, das ist die Brust, genau, hier, da, das ist es, ne? Kann man vielleicht auch schon so ein bisschen die Größe abschätzen, wenn man das jetzt sieht. Das ist fast 1 zu 1, würde ich sagen. Ganz klein Tick kleiner. Gut. Ja klar, ich meine, Herz, Brust ist ja eigentlich auch logisch. Gut, das ist auch irgendwie noch ein bisschen schief, weil ich das hier nicht mehr gedreht kriege, weil die Schläuche doch schon ziemlich steif sind. Also es wäre irgendwie besser gewesen, wenn das weichere Schläuche wären. Aber gut, so ist es jetzt. Ich mache weiter mit Bauabschnitt 2 und dann bis später. Bauabschnitt 2 ist mit Schritt 75 fertig und er sagt, wir haben 25% geschafft. Ja, also wir haben den Oberkörper jetzt, glaube ich, fertiggestellt. Ne, hier auf der Seite Haut und Kleidung. Auf der Seite alles offen mit dem Herzen. Ich muss das übrigens alles nochmal auch annehmen, weil ich hier unten 2 Brick Modifieds falsch umgesetzt hatte. Durfte ich mir den Schläuch nochmal abeseln. Ja. Also hier sind überall Möglichkeiten, noch theoretisch was anzuschließen. Hier sind auf jeden Fall die Anschlüsse für die Arme, hier für den Kopf, hier unten für die Beine. Sehr kompakt gebaut, also ist auch gar nicht mal so leicht, dieses Teil. Aber viel Kleinkram, aber das Schlimmste waren eben die Schläuche. Ne? Also die stehen richtig unter Spannung, aber das wird jetzt natürlich alles gut gehalten durch das, was wir jetzt drüber gepackt haben, sodass ich das nicht mehr auseinanderdrücken kann, was ich am Anfang hatte. Ansonsten lässt sich das gut bauen. Steine sind wieder super Qualität, da lässt sich überhaupt nicht drüber meckern. In Bauabschnitt 3 machen wir jetzt das erste Bein, so wie ich das sehe. Also der wird gar nicht so groß, der wird nur so, dann noch der Kopf. Also kein Riesending, ne? Wenn man manchmal so Bilder sieht, denkt man mal, der ist ein bisschen größer sogar. Aber gut, machen wir weiter mit Bauabschnitt 3. Bis dann. Jo Leute, wir haben bis 133 gebaut, machen jetzt 34 und 35 zusammen. Als erstes haben wir das hier gebaut. Das ist alles mit Stangen verbunden. Ich kann mal einmal auseinanderziehen, wie ihr seht. Das sind dann insgesamt 1, 2, 3 Teile. Und nur eben einmal gucken. So, hier haben wir den Fuß gebaut. Auch voll, komplett kompakt. Der kommt jetzt hier drauf. Ist dann leicht beweglich.
Und dann müssen wir mal zu Schritt 35 umblättern, obwohl das natürlich eigentlich logisch ist. Das kommt jetzt hier rein. Und damit steht er sogar schon auf einem Bein. Und wir haben 35% beendet. Und jetzt kommt Bauabschnitt 4, da kommt jetzt auf der Seite das Roboterbein. Okay, ja, also ließ sich wieder toll bauen, passt auch alles gut zusammen. Also kann wirklich so sagen, das Einzige waren die Schläuche da oben und sonst habe ich eigentlich keine Probleme bisher gehabt. Ist auch irgendwie alles sehr stabil gebaut, also wieder sehr gute Qualität, wie schon beim Popeye-Boot oder Steamboot. Verlinke ich euch oben auch nochmal rein, falls ihr das Video noch nicht kennt. Und ja, ich mache weiter. Wir sehen uns. Bis später. So, übrigens braucht man diese Übersetzung hier alle nicht, die hier drin stehen. Das kriegt man auch so raus. Da steht wahrscheinlich nur Steck zusammen. Mehr nicht. So, wir haben jetzt in dem Bauabschnitt bis Schritt 165 oder 64 jetzt gebaut. Das ist ein Teil, so rum gehört das. Bein sozusagen. Mit, also Knie hier. Und dann haben wir hier noch den Fuß. Und das kommt dann hier wieder zusammen. Ne? Also der Fuß sieht so aus hier. Ne? Eigentlich auch ganz nett gemacht. Muss ich das nun mal zusammendrücken, ohne dass ich es kaputt drücke. Ja, hat geklappt. So. Dann mal gucken, dass ich das so. Und jetzt hier rein. Okay. Mal kurz gucken. Ja, ich habe das jetzt hier ein bisschen verdreht. Ich mich wundere gerade. Ja, so. So. Ja. So soll es dann aussehen. Oder steht eigentlich auch recht stabil. Ja. Muss dann nur ein bisschen reinheben, weil da oben stößt das gegen. Also ganz zusammen kriegt er die Beine nicht. Gut, ich mache weiter in Schritt 167 mit Bauabschnitt 5. Wir haben jetzt 45% geschafft. Wir haben auch noch hier, das ist Bauabschnitt 5, und dann haben wir die ganze Tüte noch. Also wenig ist es nicht, obwohl wir jetzt sagen würden, ich habe doch schon alles fertig fast. Fehlt doch nur noch der Kopf. Ja gut, die Arme und unten das hier. Ja okay, also ein bisschen ist es schon noch. Aber ich würde mal sagen, so fast die Hälfte der Anleitung haben wir. Okay, ich mache weiter. Bis später. So, Bauabschnitt 5 ist auch fertig. Es sind immer wenig Teile nur, ne? Zwei solche Tütchen. Hier sogar nur eine, wenn ich das so richtig sehe. Oder hier sind noch sechs da drin. Könnte auch sein, weiß ich nicht. Aber ne, das haben wir jetzt in dem nächsten Bauabschnitt gebaut. Den Arm. Ja, hier sieht man, dass so ein bisschen so eine Faust gemacht ist, also hier die Finger umgeklappt, hier der Daumen. Ja, ist okay. Das kommt jetzt natürlich auf diese Seite. So. Und damit ist er wieder ein Stück gewachsen. 55%, sagen sie. Ja, jetzt kommt der Roboterarm. Bauabschnitt 6. Das sind anscheinend wirklich, ist nur diese eine Tüte hier. Kann sein. Wir werden es sehen. Wenn ich doch noch andere Teile brauche, dann muss ich da noch Aufguck machen. Jo, also bis später. So, und wir haben bis Schritt 23 gebaut. 24 ist jetzt das Zusammenstecken. Gucken wir nochmal. So sieht der Oberarm aus. Das ist hier dann Ellbogen vorhanden sozusagen. Und ja, auch wieder so relativ nett gestaltet. Und jetzt soll die Hand, achso, das sind so diese Roboterdinger, diese komischen Arme und sowas. Oh Gott, aber die heißen bestimmt anders. Ach mein Gott. So, dann muss ich das wieder festmachen. Das habe ich eben abgedrückt. Na, komm. Trau dich. So. Gut. Und dann kommt das wieder mit dem Kugelgelenk hier jetzt rein. Wenn das dann gehen würde.
Dann müssen die noch weiter nach außen hier. Sonst passt das da nicht zwischen. So. Stand der Dinge. Achso, ja, den kriegt man gar nicht weiter weg hier. So sieht er jetzt aus. 70%, sagen sie. Aber die Tüte hier ist fast größer als die erste. Und es gab ich aber im Popeye-Schiff schon festgestellt, dass 70% nicht unbedingt Steinezahlen spricht, sondern den Bauschritten. Jo. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Bauabschnitt 7 und Schritt 226. Also wir haben nicht mehr die Menge der, sagen wir so, wir haben noch irgendwie 120 Bauschritte, na, noch ein paar mehr. Also ja, wenn wir hier mit der Anleitung gucken, sind wir jetzt ein bisschen über die Hälfte hinaus. Aber es kommt noch einiges, was man so gar nicht denkt, wenn man jetzt die Figur sieht. Aber man vergisst eben auch den Standfuß unten. Ich mache weiter, bis später. So, wir sind mit Bauabschnitt 7 durch und Schritt 261. Wir haben das hier zusammengebaut. Ja, da kann man jetzt noch nicht viel sehen. Das wird natürlich irgendwie der Kopf. Aber in alle Richtungen, Noppen, hier, da. Also viele kleine Teile, die wir zusammengebaut haben. Aber es passt alles super und ist auch mega stabil, ne? Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja, übrigens Astro Boy wird gar nicht mehr da die Comics geschrieben, was ich ganz am Anfang sagte, dass er mir in den 60ern schon geändert. War aber dann eher mir die erste Anime-Serie, die überhaupt in den USA gezeigt wurde. Und dadurch ist sie ja im Grunde genommen sehr erfolgreich geworden. Dann gab es mehrere Serien, Film, Verfilmungen, weitere ja, Bücher und sowas. Also ja, insofern, ich habe es Emmy damals überhaupt nicht gesehen oder also nicht interessiert für als Kind. Aber gut, nur mal so als Hintergrundinfo. Ich mache weiter mit Bauabschnitt 8 und dann bis später. So, Leute, Bauabschnitt 9 ist mit Schritt 302 fertig. Ja, und so weit sind wir. Wir haben jetzt die ja, geschlossene Seite, sage ich mal so, fertig. Natürlich auch alles wieder Drucke. Das ist schon genial, wie sich das alles zusammenfügt. Das Ohr, ich habe irgendwie das Gefühl, das hängt so weit hinten, aber es soll so ran. Ist wohl einfach so. Ja, einfach cool, wie sich das so zusammensetzt. Also hat schon was. Kreuz und quer gebaut, viele kleine Teile. Wenn ihr das hier seht, das ist schon recht filigran alles. Aber weiterhin stabil. Da passiert nichts. Ja, und jetzt kommt Bauabschnitt 9. Da haben wir jetzt wieder Massen an silbernen, ein paar goldene Teile. Die silbernen Teile sind auch irgendwie nicht jetzt farbbeschichtet, sondern das ist wirklich silberner Kunststoff. Ne? Genauso wie bei den goldenen Teilen. Da ist jetzt keine Beschichtung drauf oder so. Ja, das, also das finde ich schon ziemlich gut gemacht. Ja, dann bauen wir jetzt wahrscheinlich die Seite auf. Und dann haben wir den Kopf vielleicht fertig. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall macht Spaß. Also ich mache weiter. Bis später. Achso, übrigens nochmal Geschichte. Der Professor, der dann gebaut hat, weiß ich nicht, wie der heißt, der hat einen Sohn und der Sohn ist bei einem Autounfall ins Leben gekommen und dann hat er einen Roboter erschaffen, um seinen Sohn zu ersetzen. Und irgendwie hat der Sohn dann irgendwas gefiel ihm nicht, ja, weil er nicht wachsen konnte oder sowas, nicht älter werden konnte, hat er ihn verstoßen. Und dann wurde er in der Kampfarena eingesetzt oder sowas oder in so einem Zirkus, glaube ich, und wurde da dann gefunden und von einem anderen Professor dann übernommen und ihm Superkräfte verliehen. Dann hat er auch eine Familie gekriegt und seitdem hat er dann die Welt gerettet gegen Schurken und sowas alles. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Wie gesagt, ich habe es irgendwie nie verfolgt. Ich mache weiter, bis später. Jo, so, Bauabschnitt Numero, was war das jetzt? 10, nee, N9 ist fertig und der Kopf ist fertig. Und so sieht er jetzt aus. Also richtig cool gemacht mit so vielen Aufbauten hier. Hier dann so rund verbunden. Hier auch, hier. Hier irgendwie ja so eine, keine Ahnung, soll das denn eigentlich eine Antenne sein? Oder ist es eine Waffe bei ihm? Ich weiß das gar nicht so genau. Ja, das elektrische Auge dahinter. Hier die Nase. So verbunden hier. Also ist schon richtig geil gemacht, das muss man sagen.
Sieht schon cool aus. Und jetzt sollen wir den Kopf hier draufsetzen. Ich glaube, dann wird er vielleicht ein bisschen Probleme haben zu stehen. Aber kommt ja im Grunde genommen auch noch ein Stand jetzt dazu. Ich mache mal ein bisschen Klick-Tick höher, weil wir müssen jetzt einmal die Stange reinkriegen. Ich muss das mal ein bisschen kippen hier. So. Okay. Sitzt. Oh, und er steht immer noch. Bisschen wackeliger, weil der Kopf ist ziemlich schwer. Das muss man ganz klar sagen. Aber so ist jetzt Stand der Dinge. 90% sind fertig. Jetzt fangen wir an mit dem Ständer. Und wie ihr seht, der hat hinten auch hochgebaut, dass er richtig gut steht. Ja, ich bin gespannt. Wir machen weiter. Bis später. So, Leute. Wir sind fertig mit Bauabschnitt 10 und haben das hier zusammengebaut. Also hier ein Technikgerüst. Hier unten auf vier Füßen gesetzt. Ne? Hängt hier dann ein bisschen über. Dann haben wir hier schon mal ein paar goldene Dinge rundherum gemacht. Von unten sieht das Ding so aus. Und jetzt bauen wir im Bauabschnitt 11 das Ding noch weiter aus. Noch ein paar Sachen drauf. Und so weiter und so fort. Und dann haben wir dieses Set fertig. Ne? Schauen wir mal, wie es gleich aussieht. Wir sind jetzt im Bauschritt 369 und machen weiter. Jo Leute, und wir sind fertig geworden. Hier steht er jetzt in voller Pracht. Gucken wir mal hier linealmäßig. Kann man zwar auch im Internet nachlesen. Aber etwas über 30 cm hoch. Und an der Basis, ja, so ungefähr 12 cm breit, ja, 12,5 cm breit, genauso tief würde ich sagen. Obwohl, ne, tief ist er wahrscheinlich, da ist er dann so 13,5 durch diesen Überhang hier hinten. Ja, also, der Stand ist fertig. Wir haben hier noch so Gerätschaften nochmal mit Schläuchen, ne, wahrscheinlich aus einer Ladestation, denke ich mal. Und hier vor das Schild, leider steht hier jetzt nicht das hier drauf, also Astroboy da unter, sondern nur das obere. Gut, ist so an den beiden Füßen befestigt. Hier hinten, wie gesagt, da reingesteckt. Und ja, so sieht das Ding von hinten aus. Jetzt habe ich habe auch schon die Elektronik hier angebracht, die ja in dem Extra-Pack war. Da ist dann auch so mal so eine extra Anleitung dabei. Die ist ziemlich cool gemacht. Auch wenn die Platine offen ist, aber gut, das sieht natürlich dann noch ein bisschen technischer aus. Also so nochmal 26 Schritte extra, was wir genau abnehmen müsst, wo ihr was reinpacken müsst und so weiter und so fort. Als Stromversorgung haben wir einmal hier dies hier mit zwei, diese Flachbatterien da, wie ihr seht. Oder hier ein normales USB-Kabel, was ihr irgendwo anschließen könnt. Da habe ich mir hier schon mal meinen Anschluss hingelegt. Ja, so sieht er jetzt aus. Steht stabil. Und sieht eigentlich echt ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, aber jetzt kommen wir zur USB-Funktion. Ich stecke den mal rein. So. Wartet mal. Welche Position stehen? Wir haben hier drei Positionen an dem Schalter. Und einen Drehknopf. Und wenn wir an der obersten Position sind, auf ganz klein gedreht, dann sieht das so aus. Ja, das Herz pocht langsam. Wir können ihn jetzt hier höher drehen in der Geschwindigkeit, bis er wirklich nur noch flimmert. Das Auge leuchtet durchgehend. Wenn wir eine Position tiefer gehen, dann haben wir so eine Art Dreifachschlag, wie ihr seht. Auch hier können wir dann wieder langsamer drehen, wie man das eben am liebsten mag. Und in der untersten Position, da haben wir so ein langsames An- und Ausgehen. Ja, und das, auch das könnt ihr natürlich wieder schneller machen. Eben wie euch das beliebt. Ziemlich cool gemacht, dass sie hier auch noch verschiedene Stufen drin haben und Funktionen. Ich finde ja irgendwie, glaube ich, entweder dieses langsame oder diesen
Dreifachschlag eigentlich am besten. Ja, cool. Also definitiv geniales Set. Hat Spaß gemacht zu bauen. Hat doch eine gute Größe gekriegt. Sehr stabil. Dann auch die Technik dazu. Kann man extra bestellen, wohlgemerkt. Und ich verlinke uns, wie gesagt, alles rein. Ich hatte ja vorher auch schon eingeblendet. Unten in der Videobeschreibung kriegt ihr Infos, wo ihr das kaufen könnt. Und Links und alles sind vorhanden. Gut. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir das Bauen oder auch das Video. Und ich würde mal ganz klar sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und euch machen meine Videos Spaß. Im Moment kommt immer nur so eins pro Woche mehr, schaffe ich definitiv nicht. Dann abonniert mich gerne, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Jo, dann noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss. I couldn't find the words I meant to say.